Ja, guten Abend, ich grüße euch. Für all die, die Wiederholung sehen, es ist eine Live-Sendung, 3. Juli, 21 Uhr, 2013. Und ich grüße alle meine Freunde, die jetzt da sind, alle, die zufällig da sind, alle, die ab und zu da sind. Ja, und genieße diese Form der Kommunikation, denn für mich ist eine sowas wie eine Nicht-Isolation. Durch. Natürlich, es ist schön, wenn man sich sieht. Und in dieser Form bin ich trotzdem täglich verbunden und ich kann damit mitwachsen, mit mich freuen, in Themen reingehen und vor allem über die Fernwahrnehmung, was unsere Natur ist. Grüße Ludida Nijal. Ja, heute ist die Jyotima auch da, glaube ich. Ansonsten, Nijal, würde ich gerne, du bist oft da, aber du fragst nichts für dich. Und wir können gerne dir einen Abend widmen, für alles, wo du dich freust, Erkenntnisse zu haben, oder wo du dich freust, einfach auch aus deinen Fallen rauszukommen, oder wenn du einen Sprung machen willst, oder. Es ist. Mich wundert, dass du gern im Geben bist und dann 2, 3 Uhr nachts, dann schreibst du. Manchmal ist Computer an, aber ich bin schon im Bett. Nicht immer bin ich da. Ist oft immer irgendein Computer an, lade ich Sachen hoch. Und Skype ist an. Ja, was ich viel höre, dass viele, so wie Nijal, ich vielleicht oder anderen, ab und zu immer ein bisschen durcheinander sind. Oder in diesen Zeiten ist eine Unsicherheit oder die Sachen klappen nicht. Man ist ein bisschen faul, was Neues zu erkennen oder zu machen. Es ist wie wenn mit unser Körper gearbeitet wird, mit unserer Seele. Und wir wollen irgendetwas tun, weil wir so gewohnt sind, aber irgendwie klappt nicht so. Also das höre ich ein bisschen, seitdem ihr habt andere Erfahrungen. Bitte ich euch darum, das zu sagen. Aber das ist für mich diese Unsicherheit, was jetzt zur Zeit im Moment ist, wichtig. Eben. Natürlich, wir lesen alles, was sich jetzt verändert. Wir hören die große Channeling und so weiter. Und ich liebe diese kleinen Schritte, die mit den täglichen Realitäten zu tun haben, weil
manchmal macht man sich was vor, wenn man was Tolles liest, wenn man was Tolles erfährt, aber dann gehört einem nicht. Sind oft interessant, wunderbar, aber sind nicht eigene Erkenntnisse. Und deswegen liebe ich, kleine Erkenntnisse zu haben, weil es ist genauso, wenn nicht noch tiefer, wie wenn man an unglaubliche Treffen teilnimmt, wo man als Zuschauer ist oder als Konsument. Hier ist niemand Konsument. Weil es interaktiv ist und weil der Raum immer offen ist. Jyotima, bist du da? Wolltest du da sein? Weil sonst gehe ich in andere Themen. Nijal, ja, ich helfe ja auch. Ja, du, wenn du bei dir bist, hast du sehr, sehr große Erkenntnisse. Manchmal ist auch blöd ist auch gut. Wir sind alle ein bisschen blöd, alle ein bisschen Menschen, wir sind alle Menschen. Ich weiß, was blöde heißt, das stimmt, so wie ich da manchmal bin, mich ins Weinen, nun ja. Ja, ich denke, es ist einfach annehmen, wenn du ins Weinen bist und das mitteilst, das ist alles. Niemand will dich davon abbringen, aber das mitzuteilen. Und wenn du dann den Wunsch hast, etwas Neues auszuprobieren, dann sind wir dafür da. Es ist dieses Großes, was ja doch irgendwie immer klappt. Und dann verstehen wir uns in diesem Großen. Da bin ich nach uns hier dann doch manchmal allein, immer noch. Okay. Und nun ist alles gut erstmal. Ja, wenn man mit Freunden ist oder wenn wir hier sind, ich glaube, dass es Nijal eine Entscheidung ist, nicht allein zu sein. Also ich mache so, dass ich die Entscheidung treffe, mich verbunden zu fühlen. Und wenn ich das richtig entscheide, dann schlafe ich gut, fühle ich mich umarmt, fühle ich mich aufgehoben, fühle ich mich kraftvoll, stark. Und es geht immer um Entscheidungen, die wir treffen können. Es ist uns nicht bewusst, dass wir das einfach entscheiden können. Also ich liebe den Satz, werden wir vielleicht eine Sendung darüber machen, dein Wille geschehe. Dass es uns vielleicht doch ein bisschen klarer sein könnte, dass alles, was mit uns ist, unsere Entscheidung ist. Es ist, tut weh, es zu akzeptieren. Weil ich will das nicht, das Problem. Es kommt einfach. Ich will den Streit nicht, es kommt einfach. Ich will diese Situation nicht. Ich will das Manko nicht. Ich will Überfluss. Und doch, wenn es nicht da ist, haben wir es, habe ich es entschieden.
Ich glaube, das ist die große Freiheit. So wie es jetzt in der Welt ist mit den Snowden, die Machenschaften der amerikanischen Geheimdienste aufgedeckt hat. Der hatte seine $20.000 im Monat, Haus auf Hawaii. Er hat die Entscheidung getroffen, nee, das will ich nicht. Mit allen Konsequenzen, die Höllen, die er jetzt durchgeht, der wird umgebracht, wenn er in die USA geht. Und alle Länder sind feige, ihn anzunehmen. Das ist wirklich das Spiegelbild der Angst. So, wenn jemand etwas für die Gemeinschaft tut, liebevoll, was macht die Gemeinschaft? Kenne ich nicht, der ist zwar gut, aber weg von mir, Putin. Ja, können wir nehmen, aber er soll seine Klappe halten und nicht unsere Freunde, unsere Besatzer vielleicht, mögliche Besatzer. Ja, und das ist das große Problem, wie Jesus, wie alle anderen, Held zu sein, etwas für die anderen zu tun. Wenn die anderen es lieben, missbraucht zu werden, benutzt zu werden, einfach nicht die Verantwortung für sich zu übernehmen. Es ist eine Entscheidung, die jeder trifft. Deutschland als Staat, dessen Wirtschaft total ausspioniert wurde. Alle Telefone, alle E-Mail. Natürlich wollten sie dann einen Wirtschaftspakt, weil USA keine Wirtschaftsmacht ist. Das ist eine Missbrauchsmacht. Aber die haben es entschieden und wir haben entschieden, da mitzumachen. Sei es die Entscheidung, die wir treffen, treffen wir. Und wir stellen uns vielleicht nicht die Frage, jo, was ist damit? Warum habe ich das entschieden? Wir denken, dass die Sachen einfach so passieren. Es tut weh zu wissen, dass man es selbst entschieden hat, dass man es so will. Und ich lade ein, es nur zuzugestehen. Das ist ein großer Schritt. Du willst es so, es ist so, dein Wille geschehe. Es geht nur so leicht, das Manipulieren und ab ist dann gelernt. Und wenn wir manipulieren, uns manipulieren lassen, dann haben wir unsere Ruhe von den Seelen, von den Wesen, von den Geheimdiensten, von den Partnern, weil dann müssen wir nicht bewusst wahrnehmen, dass wir nicht wollen. Kann ich mich entlernen? Das tut weh, diese Erkenntnis des Habens, und es ist, was mich ausmacht, diese Macht, unsere Macht im Bau. Ich glaube auch nicht, dass man das entlernen kann, sondern es ist eine Entscheidung.
mit allen Konsequenzen und die treffen wir nicht. Ich möchte das jetzt ändern. Ich möchte das machen. Ich möchte das doch nicht. Und glaube ich nur, dass ich das möchte. Sonst würde ich das tun. Ja, aber ich möchte. Nein, du möchtest nicht. So, für das, was möglich ist. Ne? Wenn du jetzt zur Sonne reisen willst, ich will das, das kannst du nicht tun, so in den Formen, wo wir gewohnt sind. Es geht um das Mögliche, was dich als Mensch in deinem Kontext für deine Möglichkeiten ausmacht. Und wenn wir dann sagen, okay, aber ich habe diese Stellen, diese Sache, da brauche ich Hilfe. Ja, dann hast du die Entscheidung getroffen, Hilfe zu brauchen, zu wollen. Oder jemand, der es dir leichter machen kann, der es dir leichter begleiten kann. Ja, dann tust du und dann findest du auch. Das möchte ich jetzt ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Diese Kugel ist pures Gold aus der Einnahmen von Jitterfrau. Was die Zuschauer geben, um alles hier 10 Kilo Gold. Ich hoffe, dass ich auch Spaß machen kann, dass es niemand jetzt ernst versteht. Und da spielen unsere Gedanken so ein Hin- und Herspiel drinnen in so viel Durcheinander dieser Welt. Ja, das ist die Entscheidung. Ich bin nicht zu Hause und meine Gedanken gehen hin und her. Ich kann auch entscheiden. Ich sehe mein Zentrum und jetzt wirke ich aus meinem Zentrum. Oder ich gehe zwischendurch immer wieder nach Hause. Ich gehe nach Hause, ich bin in die Stille. In das Ewige, in das Unendliche. Das können wir immer entscheiden. Oder wir können entscheiden, dass die Gedanken die fremden Energien sind, kommen und gehen und unser Geist übernehmen. Das ist eine Entscheidung. Und es gibt einen Grund, wenn wir das machen, macht uns das Spaß, weil wir nicht was anderes wollen. Ich will nicht die Ewigkeit spüren, ich will nicht im Kern sein, ich will das jetzt nicht. Ich will die Erfahrung machen, wie es ist. Mich zu quälen. Ich erkläre es mal so einfach. Die Automatik des Lebens
leuchtet sowieso schon wieder etwas mehr Leute bei mir mit. Diese schöne, klare, gut fühlen. Es war schön gestern hier. Hast du Leute gehabt bei dir? Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe. Okay, und doch sind wir jetzt ein bisschen alle drin. Wenn jemand anrufen möchte, ist besser weiß, soll er anrufen, ne? Nicht mich hier anrufen, anskypen und seine Erfahrung mitteilen. So, in diese Zeit der Veränderungen, wo an uns gearbeitet wird, wir vorbereitet werden, entweder um zu Hause zu bleiben oder zurückzugehen oder vorwärts zu gehen, könnten wir die Entscheidung treffen, okay, mein Wesen ist einigermaßen beschäftigt, ich tue jetzt Wesentliches, was ich brauche, mit dem Bewusstsein, dass mein Wesen, mein Körper, meine Seele im Moment beschäftigt ist, weil es repariert wird, weil es neu ausgerichtet wird, weil es neu gekleidet wird und, und. Ja, dann ändert sich das. Ich glaube, dass das was ausmacht. Immer zwischendurch in die Stille gehen. In das Nichts gehen. Das Drin ist nicht eingefroren und ich bin still. In der Stille wird alles klarer. Also, Nijal, ich habe gesehen, was dich jetzt belastet und belästigt. Das sind schon fremde Wesen. Die dich genommen haben. Aber dich kann man nicht nehmen. Vielleicht, wenn du entscheidest, wieder in deinen Kern zu gehen, kann ich diese ganze Arme, die ich sehe, diese ganze Schläuche, kann ich die verschwinden lassen, dematerialisieren oder aufheben. Du brauchst nur die Entscheidung, in deinem Kern zu sein. Und dass diese ganzen Störungen nicht mehr da sein werden, zu akzeptieren.
Ja, das sind schon Aliens, Energien, negativen Außerirdischen. Aber eben, das haben viele und jo, mal gucken. Jo, mal gucken, was du jetzt entscheidest. Du kannst dich neu ausrichten. Ja, du bist frei, du kannst Entscheidungen treffen. Ja, Ewigkeit spüren, die klopft immer bei mir. Dann sagt das Leben eine gute Ansicht dessen, was ich auch als Gefühl wahrnehme. Ich rede mich über mein Kinn nach links hinauf. Ja, danke schön, Nijal. Ultima. Okay, Jotima. Jyotima, Verbindung ist nicht, sie wollte um 8 Uhr auf Sendung gehen, ist nicht vielleicht wird sie über Skype, mal gucken. Schade. Okay. Munter geht nach Hamburg. Jo, das ist meine Weisheit jetzt. Habt ihr noch etwas? Ich bin auch ein bisschen faul, ne? Ja, meine Disziplin ist grundsätzlich nichts von mir zu geben, nur in den Kontext, wo eine Gemeinschaft sich bildet und wo energetisch sich das Thema aufbaut. Da kommen natürlich die Informationen dann klar und deswegen bin ich nicht so sehr nur ab und zu Sendungen über Themen zu machen.
der Rückennächte mit Doch. So ist es wichtiger. Ich fühle mich wie auf dem Kinderspielplatz, schön erhebend, gucken und warme Bäckchen. Der Kopf befreit sich mit Höhe, ja. Ja, Nijal, die Energie, die dich gefesselt hat, ist weg. Okay, bei Jyotima geht die Verbindung oft weg. Aus Rio de Janeiro. Küsschen, Jyotima. Küsschen. So, Jyotima ist mit uns, gibt uns viel Liebe. Die wunderbare Jyotima aus Rio de Janeiro. Morgen ist Montag in Hamburg. Jo, ich bin mit meiner Information, wer ich gehe, ich möchte immer jeden Abend da sein, zur Verfügung sein. Das ist mein Stil. Zuverlässigkeit, Regelmäßigkeit. Ich werde nicht mich konsumieren lassen, könnte ich, mit genialen Sachen. Ich freue mich auf Freundschaft, auf Zusammenarbeit, auf gemeinsames Erschaffen. Das andere läuft schon sowieso genug. Jeder macht seine Sache. Hier lieber ganz kleine Schritte, aber gehört uns, ist eine sehr große Disziplin von mir, nicht mehr mit der alten Energie zu kommunizieren. Das heißt, wenn es jetzt nichts mehr gibt, dann das war's für heute. Und eben noch mit nochmal das Spiegelbild von Snowden, der jetzt die Todesstrafe riskiert, weil er publik gemacht hat, das sind diese Verschwörungstheorien. Es ist eine Verschwörungstheorie, dass die USA alles ausspioniert, alle Telefone, alle E-Mail. Das heißt, dann können wir ruhig auf Sendung gehen, alle, die sich noch verstecken. Die wissen sollen, die wissen alles, was du schreibst und alles, was du machst. Es war eine Verschwörungstheorie. Jetzt nicht mehr, durch Snowden. Ist noch eine Verschwörungstheorie, dass die meisten Staaten Angst haben jetzt vor der Supermacht USA, die gezeigt hat, wenn ihr nicht mitmacht, dann bombardieren wir euer Land. Sagen wir in der Presse, ihr habt irgendwelche Massenvernichtungswaffen, was alle Länder haben. Schon unsere Politiker sind Massenvernichtungswaffen, deren Anwesenheit. Schon Banken sind Massenvernichtungswaffen, weil die vernichten alles, ganze Wirtschaft, so wie sie jetzt sind. Die drücken falsches Geld. Ja, und alle haben Angst. Der große Putin auch. China passt auf. Jetzt werden Manöver. Da gehen die U-Boote mit 60 Atombomben an Bord oder irgend sowas in der Nähe von China. Wie du nutzt deine Wirtschaftskraft, das ist der einzige Land, der Geld hat in der Welt, China.
für richtiges Geld. Ja, weil Snowden war erstmal nach Hongkong gegangen. Da muss er weg, haben sie gesagt. Nicht jetzt. Wir verstecken noch, dass wir uns Freiheit wollen vom großen Bruder. Denn so groß ist er nicht, das ist eine Flasche, der große Bruder, aber ärgert sich immer, spielt mit Bomben. Und mir ist wichtig, viele mögen vielleicht sagen, interessiert mich nicht, aber es ist die gleiche Strategie wie Jesus. Ein ehrlicher Mensch sagt so nicht. Ich sage in der Welt, dass ihr nicht echt seid und dass ihr eine Diktatur seid über die Welt. Das ist ja die Privatsphäre der Leute, also ihr seid keine Demokratie und so weiter und so weiter. Und ihr manipuliert alles und die Welt guckt an, mal gucken, was geschieht, was geschehen wird. Nö, wir nehmen ihn nicht, wir wollen keine Probleme. Der Präsident von Bolivien, weil nur der Verdacht war, obwohl ein Diplomatenstatus ist nach internationalem Recht, wurde sein Flugzeug in Wien angehalten. Er durfte nicht mehr weiterfahren, fliegen über Italien oder Frankreich. Alle hatten es ihm verboten, weil sie dachten, dass Snowden an Bord ist. Also diese große Angst ist beschämend. Es ist wirklich sehr, sehr offensichtlich, wie sie alle gekauft wurden. Und wo unser Bewusstsein ist. Sobald jemand eine Waffe hat, stärker ist, kuschen alle. Und auch wenn du nicht kuscht, aber du kuscht mit, weil dein Land kuscht, sich klein macht. Weil du, ja, und das ist unser Bewusstsein. Wenn Jesus oder Mohammed oder Buddha kommen würde, wo diese Eselspinner oder Quatsch, den musste man umbringen. Die Römer sind die jetzigen Amerikaner. Na, ist nicht gut, okay, dann können wir umbringen. Hauptsache, alle denken, dass er tot ist. Und es ist aus mit den Mutigen in der Welt. Vielleicht wusste er nicht, hat er nicht gewusst, dass es solche Ausmaßen annimmt. Aber er ist jetzt drin und er hat es entschieden. Und nur weil er da gearbeitet hat, stell dir vor, du arbeitest bei Dingsdrogerie und kriegst Sachen mit und gehst so zur Öffentlichkeit und sagst, die machen Sachen gegen die Menschlichkeit. Ich mag das nicht und plötzlich niemand mehr spricht mit dir. Das ist eine Spiegelung des Zustands unserer Welt. Und das machen wir auch mit uns. Jit, nee, kenne ich nicht. Ein Kerl, Nijal, wer ist das denn? Der ewige Nijal kenne ich nicht. Weil wenn du den kennen würdest, dann wärst du eins mit dem ewigen Nijal. Kompromisslos, klar, ehrlich.
nicht wackelnd, göttlich, in Silence, ewig, wunderbar, leuchtend, verankert, geerdet, glücklich, einfach da, hier und da und ewig wahr. Jo, und da sind die ganzen Zusammenhänge. Jal, Ruhe, erstmal Ruhe tanken, Jal für den Punkt hier. Ich tue erstmal etwas Ruhe und wie beschreiben eine neue Energie für mich hier. Jit Life ist prima, Dankeschön. Endlich. Ja, da ist was weg, wie so schön wie die Vorführungen, die mich hierhin begleitet haben. Ja, da waren so richtige, so wie Tintenfische. Die ganze Arme. Das heißt, wenn ich jetzt allein in meine Größe gehe, dann wird man mich umbringen wollen oder verkaufen wollen. Und das geschieht mit vielen. Berühmte Leute, die haben viele Feinde. Und deswegen ist meine Strategie, meine Größe zeige ich, indem ich ein Feld aufbaue, wo jeder anwesend ist, bedingungslos, keine Kompromisse. Ab und zu mache ich schon den großen Weisen, oft mache ich der Doofe oder der keine Lust oder der Mentale. Aber das neue Bewusstsein auf dieser Erde, dass jeder in Verantwortung ist und nicht nur die wenigen, die oben sind, das bauen wir jetzt Schritt für Schritt auf. Das wird gespiegelt in alle Tausende von Produktionen, was wir gemacht haben. Ja, schenke einfach das, was du jetzt hast, hier rein. Schenke, was du im Überfluss jetzt hast, hier rein. Nicht nehmen, geben ist göttlich. Jetzt. Das, was hier reinkommt, gehört uns allen, sei es mit Jan oder anderen. Wenn du was brauchst, alles, was hier im Überfluss ist,
geh in die goldene Kugel. Aber gib immer mehr, als du nimmst. Immer mehr, weil die haben schon viel im Überfluss. Wir haben mehr im Überfluss. Jeder Baum nimmt und gibt. Jo. Dankeschön. Danke an alle, die da waren, die da sind. Und viele sagen den Satz, ja, wir sind alle eins, aber das ist oft für mich theoretisch. Weil für mich ist es schwierig, immer den ganzen Tag das zu fühlen. Ich bin oft schon getrennt. Es ist nicht so einfach, diese Einssein. Ja, ich bin mein Vater, ich bin meine Mutter, ich bin mein Bruder, ich bin alles. Alles ist in mir. Aber es theoretisch zu sagen, bringt nichts. So, und die Kraft, mit der Kraft verbunden zu sein. Von allem. Ich kenne ja tausende von Leuten, ich habe tausende von Leuten auch trainiert. Weltweit. Und denke auch oft nicht dran, Mensch, da war die, was weiß ich, diese Geburtsgenetik-Kompetenz hatte. Sie konnte hier, es war eine Heilpraktikerin, die konnte einfach auch von jetzt, von null auf jetzt, nur weil ich es erkannt habe, wie deine Geburt ausgesehen hat, die ganz klare, vollkommene Struktur. Alle Entscheidungen, die getroffen wurden. Ich weiß nicht mehr die Struktur, aber wirklich 1, 2, 3. Und bei jeder sofort. So, ich kann zu all diese Tausende von Meisterschaften jederzeit zugreifen, dadurch, dass wir verbunden sind. Und vergesse ich, ja vergesse es einfach. Jo. Laura, bist du da? Gute Nacht, Ludida. So, dann grüße ich jetzt die Laura, die ich gerne kennenlernen möchte. Und umarme euch. Und bis morgen. Tschüss. Im Autopilot. Ich kann die Sendung von heute, da sind wenige hinterhergekommen, ob es sich lohnt. Wollt ihr die Wiederholung haben, dann schreibt es jetzt. Okay, dann nicht. Oh, Klang, danke schön. Es tut so gut. Ein paar Grüße. Klanggrüße. Dankeschön. Okay, dann keine Wiederholung von heute. Einfach lasse ich irgendwie die Schleife. Oder gibt es vielleicht? Mal gucken, ob es etwas gibt, was man gemeinsam schauen könnte. Wollt ihr ein kleines Video von Osho? Selbstverständliche Grüße.
Also kein Wunsch. Gut, dann mache ich irgendwas. Erstmal was Lustiges.